Wenn der Heiko Hansen ja vorhin gesagt, ich hätte mir nicht erlauben dürfen zu verlieren. Ich habe es immer an Reinhold im Wahlkampf so geschätzt, nicht nur, dass er nach 19:05 im Traumgeschau mit mir die Flugbilder verwählt hat bei der Ford und immer dort war. Vielen Dank dafür nochmal, Reinhold. Das ist ein Vorsitzender, der schafft, der schwätzt nicht nur. Lieber Reinhold. So gut. Noch nie haben wir so einen überzeugenden Kandidaten gehabt. Da ist halt, wenn ich. Sagen wir mal so, ich habe immer zu gesagt, ist wohl schade, wenn ich das nicht. Und ich habe gesagt, wie immer, wenn du nicht aufhörst, die Latte immer meiner Hose, wenn ich die Wahl verliere, dann emigriere ich, dann gehe ich zum Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße. Ich kann mich ja hinten mit dem Blick gelassen, wenn ich verliere. Und deswegen haben wir es geschafft, aber das ist nicht mein Werk. Ich fange aber jetzt nicht an, mich bei all dem zu bedanken, weil ich dann die Hälfte doch nochmal vergesse. Aber ich muss sagen, was mir in den letzten Wochen widerfahren ist, an Unterstützung, an Zuneigung aus der Partei, an Solidarität von Menschen, die nicht nur in der SPD drin sind, die aber gesagt haben, für dich rennen wir, für das Projekt Landkreis Saarlouis rennen wir, das ist wichtig für uns. Das ist einmalig, ich bin in allen Ortsvereinen, allen Stadtverbänden, allen Gemeindeverbänden derart herzlich aufgenommen worden. Man hat sich die Hacken abgerannt für mich und das hat mit dazu beigetragen, dass ich Kraft und Können jetzt über 12 Wochen unter Beweis stellen durfte. Und Kraft und Können wird auch das Motto in den nächsten 7,5 Jahren für den Landkreis Saarlouis sein. Wir wollen endlich wieder zeigen, was dieser Landkreis drauf hat, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn ich so in die Gesichter meiner Mitarbeiter blicke, die wissen, wie das ist. Und ich muss sagen, wenn etwas der große Wermutstropfen ist an einem so schönen Abend, dann ist es der Umstand, dass ich in Nahebach ein Team jetzt demnächst allein lassen muss, was besser nicht sein könnte. Und die ich ganz, ganz fest in mein Herz geschlossen habe. Und das wird auch so bleiben, ihr Lieben. Das wird immer ein ganz, ganz enger Draht werden und bleiben. Das ist so ein super Team. Das sind Leute, die wollten eigentlich nicht, dass ich gehe. Aber sie haben trotzdem alles dafür getan, weil sie wollten, dass ich es will. Und dafür euch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich liebe euch sehr. Und ich will natürlich, der Reinhard hat schon gesagt, viele waren bei mir, die Nahebacher hat er schon erwähnt, ich immer nur Dietmar irgendwo dahin hat, da ist er ja, der Dietmar, der Luki, der Pamü, der Albert, der Hanne, der Rainer, der Klaus, ich glaube, jetzt muss ich nicht auffangen. Was hier die Petra, wo ist die überhaupt? Da bist du, Petrachen. Wie habe ich zum Franz Josef Berg gesagt, als der Hönig kam, kurz nach meiner Nominierung, hat gesagt, guten Tag, Herr Kandidat. Da habe ich so gesagt, mein lieber Franz Josef, weißt du, was jetzt ist? Und er sagt, wie was ist jetzt? Da habe ich gesagt, Kollege, jetzt ist Rückspiel. Und das Rückspiel haben wir gewonnen und in Dillingen mit 60%. Der ich doch nochmal von den vielen, die mir geholfen haben, die drei, die jetzt sozusagen mit mir eine Lebensgemeinschaft für ein paar Wochen eingegangen sind, die mich mehr gesehen haben, viel mehr als meine Mama, mehr als meine Kinder, noch mehr als die Andrea, die Lisa, der Timo und der Mike.
Und wo ist der Mike jetzt? Wo ist er? Mike, wo bist du? Mike Nisha, komm du hier nach vorne. Das sind Juwelen, die du da hast. Diese Juwelen sollte man polieren und man sollte ständig motivieren. Ein geiles Ding, ich kann euch eins sagen. Mit den jungen Leuten haben wir die Straßen dieses Landkreises gerockt und das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben im Real geklemmt, im Globus, auf dem großen Markt, wo auch viele von meinen Senioren, ich grüße ganz herzlich meinen Freund Alfred Fuß. Alfred, mach's gut!